Es war ein sehr intensives Projekt. Fast 3 Wochen. Wir sind zusammen. Ja, ja. Seit Heidelberg. Ja. Ich glaube, wir wussten beide schon, dass es ziemlich intensiv werde. Also zu fahren, und es ist immer mit dieser Zeitverschiebung auch riskant. Also man muss auf der Bühne gehen, obwohl man spielt eigentlich 4 Uhr in der Nacht, also europäische Zeit. Es war sehr intensiv, auch nicht nur am Spielen, diese sehr schwere Repertoire, auch alles zu organisieren, zu reisen, wie muss ein Publikum sein. Es ist immer ein Culture Clash, glaube ich, also auch mit New York. Also es ist einfach eine andere Welt, andere Planet. Welt, total, ja. Auch die Komponisten. Es ist das erste Mal, dass wir haben gespielt in einer Synagoge, mhm, und auch Musik, jüdische. Thematische Musik. Für mich ist was sehr Besonderes. Für mich ein Highlight von diesem Projekt zum Beispiel war dieses Konzert in Victoria, in dieser Synagoge. Die Ausbildung hier ist einfach anders. Also die Richtung, also kompositorische Richtung, sind einfach anders hier. Und das merkt man auch bei den Studenten. Also manche bleiben immer noch sehr minimalistisch. Also, für manche sind Steve Reich und Philipp Glass, und das ist immer noch die Komponisten, ja, hier. Also ja. Aber trotzdem haben wir viele, ja, verschiedene Stile gefunden. Mhm. Und sie waren auch sehr neugierig mit dem Stil von Europe. So, mhm. Es gab einen Einfluss-Exchange zwischen uns.